Hey Leute, wenn ihr denkt, dass die WhatsApp-Chats mit euren Freunden oder Freundinnen manchmal richtig, richtig crazy sind, dann passt jetzt gut auf. Denn wir haben heute die 10 misslungensten WhatsApp-Chats aller Zeiten für euch. Los geht's. Nummer 10. Wenn wir zwei für eine Stunde in einem dunklen Raum eingesperrt wären, was würdest du tun? Ich würde nach dem Lichtschalter suchen. Nummer 9. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche, mein Schatz. Bitte komm zurück. Ach, auf einmal? Ja, ich bekomme die Ravioli nicht auf. Nummer 8. Na, was geht bei dir? Ich guck Tom und Jerry. Spoiler mich bitte nicht. Die Katze wird die Maus niemals fangen. Ah, du bist ein schlechter Freund. Und die Nummer 7. Ich würde über den größten Ozean segeln, nur um dich jetzt zu sehen. Du bist so süß. Willst du vorbeikommen? Morgen vielleicht? Es regnet gerade. Und die Nummer 6. Oh Mann, du machst nur noch das, was deine Freundin dir sagt. So ein Quatsch. Lisa sagt, das stimmt überhaupt nicht. Und die Nummer 5. Fühlst du das gleiche wie ich? Oh ja, ich bestelle mir jetzt erstmal einen Döner. Nummer 4. Es ist so kalt, ich friere. Dann mach doch die Heizung an. Das war eigentlich ein dezenter Hinweis. Ey, ich bin nicht doof. Du willst, dass ich vorbeikomme und die Heizung anmache. Nummer 3. Hey. Hey. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Machst du mich nach? Machst du mich nach? Ich liebe dich. Mir geht es super. Und die Nummer 2. Mann, ich will dich zurück. 3 Wörter, 12 Buchstaben. Sag sie und ich gehöre dir. Ich habe Essen. Du kennst mich so gut. Und die Nummer 1. Na, was machst du gerade? Ich liege im Bett. Nackt? Ja. Oh, zeig mal. Kannst du was erkennen? Ja, nichts. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns doch mal einen Daumen nach oben, denn dann wissen wir Bescheid. Wenn ihr noch mehr lustige WhatsApp-Fails habt, könnt ihr uns die gerne in die Kommentare schreiben. Wir sind gespannt. Hier könnt ihr euch jetzt noch ein weiteres WhatsApp-Fails-Video anschauen. Auch wirklich lustige Sachen dabei. Das war's mal wieder für heute. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Ciao.